Beim Projekt Play for Privacy geht es darum, dass wir einen spielerischen Weg gefunden haben, uns mit der Blockchain zu beschäftigen, beziehungsweise die Blockchain auf spielerische Art und Weise einer breiten Öffentlichkeit erklärbar zu machen. Wir befinden uns im Kunsthaus Graz, im Basement, im Keller und sind eine von zwei Installationen, die hier ausgestellt werden. Wir spielen Go, das Strategiespiel Go, in Teams gegeneinander, starten mit heute, dem 27. September, bis zum 27. Oktober, jeweils von 19 bis 22 Uhr, wird das Spielfeld live übertragen auf der Außenhaut des Kunsthauses Graz. Das Strategiespiel Go ist im Endeffekt aufgestellt wie die Blockchain. Wir haben einen gemeinsamen Konsensusmechanismus. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, ist sie final und in anonymer Transparenz wissen wir zwar, welcher Spielzug getätigt worden ist, aber wir wissen, wer diesen Spielzug getätigt hat. Jeder Spieler bekommt für jeden angezeigten Spielzug einen Token gratis. Gleichzeitig tut er auch was Gutes. Mit jedem generierten Spielzug, für jeden Token, wird auch ein Token für ein gemeinnütziges Privacy-Projekt gespendet. Auf www.playforprivacy.org können sich alle Interessierten gratis und ganz einfach spielerisch mit der Blockchain beschäftigen. Go there and push the play button.